Hallo und herzlich willkommen zur neuen Videoreihe von hier. Ich bin jetzt gerade hier in Vancouver. Genau genommen bin ich hier gerade im Jericho Beach Park. Und gerade auf meinem Weg zu meinem Hostel. Ich bin gerade vor einer halben Stunde, bin ich gelandet. Hab mein Visum schon bekommen. Und für die nächsten Tage, da ist es ein bisschen untertrieben. Diese Videoreihe wird voraussichtlich nämlich ein bisschen länger. Wie man an meinem Gepäck, was ich jetzt gerade mit mir rumschleppe, sieht, wird das jetzt kein klassischer Roadtrip. Für die nächsten Tage habe ich jetzt erstmal, wie gesagt, das Hostel für die nächsten drei Nächte. Und in dieser Zeit versuchen wir uns, ein Auto zu beschaffen. Ich habe bereits über Facebook einige Leute angeschrieben. Von zwei habe ich auch schon einen Terminvorschlag bekommen. Morgen gucken wir uns das erste an. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Ja, es ist alles hier in Kanada, das habe ich schon viel gelesen, ein bisschen anders, was den Zustand der Autos betrifft, denn es gibt hier sowas wie TÜV halt nicht. Jedes Auto hat so seinen Makel, aber das interessiert halt einfach keinen. Ja, mit der Lärmbelästigung ist ja hier genauso schlimm wie in der Eifel. Und die Frage ist einfach nur, wann fällt einem das Auto unter dem Arsch zusammen? Und da muss ich jetzt natürlich mal mich ein bisschen, ja, hier zurechtfinden, was es für ein Auto wird. Wir haben jetzt gerade noch ein bisschen Zeit, deswegen habe ich mich hier gerade zum Canadian Place begeben. Ja, laut Marco Polo einer der Sightseeing-Spots hier in Vancouver. Ja, ich glaube, nach einer Stunde bin ich jetzt hier aber auch schon so gut wie durch. Ist auf jeden Fall schon ein ganz schön cooler Anblick hier und ich glaube, ich habe das noch gar nicht so begriffen, weil ich so ungefähr 8000 Kilometer von zu Hause weg bin. Aber gut, so, jetzt geht es wieder langsam wieder in den Bus. Wir haben gleich 11 Uhr und für den Zeitpunkt habe ich nämlich meine erste Autobesichtigung geplant heute. So, ich bin jetzt bei dem guten Auto angekommen. Der Verkäufer ist noch nicht da, wohnt auch nur ein paar Meter weiter oben, aber ich bin auch ein bisschen zu früh. Trotzdem kann ich mir den guten Wagen, das gute Auto ja schon mal angucken. Ist auf jeden Fall noch mal ein Stückchen größer, als ich ursprünglich dachte. 13.400 Dollar möchte er für das Auto haben. Dabei gibt es ja eigentlich einiges an Rost. Es gab mindestens einmal einen kleinen Auffahrunfall. Ja, das Windshield ist wie bei vielen Autos in Kanada ein bisschen kaputt, aber das ist vollkommen egal hier. Die Tires sehen richtig, richtig gut aus. Also ich glaube, damit wird man noch locker 50, 60, 70.000 Kilometer fahren können. Ja, hier drin sieht es natürlich ganz klassisch ein bisschen älter aus. Mein Fahrzeug ist von 2001, hat 400.000 Kilometer runter. Aber ich würde behaupten, das sieht eigentlich nicht falsch aus. Also ich meine, schlussendlich wird das ein Mechaniker prüfen müssen, bevor ich das Auto kaufe. In der Inspektion brauchen die jetzt, haben sie gesagt, wahrscheinlich bis heute Nachmittag, so 16, 17 Uhr wurde mir gesagt. Ich würde ganz gerne dabei sein, wenn die, dann gehe ich mal davon aus, um 15 Uhr den Wagen hochnehmen. Deswegen vertreibe ich mir diese 2-3 Stunden jetzt hier im Botanischen Garten Van Dusen. Das wäre jetzt nicht so direkt meine erste Wahl gewesen, aber der meinte selber, der Verkäufer, oh, so jetzt in diesem kurzen Zeitraum, da ist nicht so viel. Dementsprechend ist das jetzt gerade meine beste Option. Aber ist schön hier. Das Ergebnis der Inspektion war leider nicht ganz so erfreulich. Während der Luftfilter sehr verschmutzt war, was jetzt noch nicht so schlimm ist, gab es leider auch noch einen Lagerschaden und auch eine undichte Ölstelle. Ach, Reparaturkosten liegen im Bereich von 2000 Euro aufwärts, Dollar. Ich bin jetzt mit dem Verkäufer so auseinandergegangen, dass wir erstmal danach drüber schlafen und überlegen, wie wir jetzt da zusammenkommen könnten. Ich sag mal so, wenn das Fahrzeug repariert werden würde, wäre das ein gutes Ding. So würde ich es jetzt aber vor allem für den Preis, den das eingestellt hat, nicht nehmen. Hatte es mir daraufhin direkt für 12.000 angeboten, aber ist natürlich gar keine Option, wenn die Reparatur alleine 2.000 kostet. Und der Punkt ist, in diesen 2.000 Dollar ist nicht die Reparatur des Ölschadens drin, des Öllecks, sondern nur die Prüfung, wo das Ölleck ist. Und das kann dann, da ist ein Schlauch undicht sein, das kann aber auch, da ist ein Bauteil wirklich undicht und hat ein, weiß ich nicht, ein Rostloch oder sowas und muss komplett gewechselt werden. Also die Frau hinterm Tresen meinte, das kann 100 Dollar sein, das können 3000 Dollar sein, da steckt niemand drin gerade.
Also ich auf jeden Fall weiß es, dass ich bei der Inspektion ein bisschen über den Tisch gezogen wurde. Hätte ich schlauer machen müssen, glaube ich, mit von wegen von vornherein direkt sagen, ich möchte da einen festen Preis für die Inspektion haben. Normalerweise sollen die nicht mehr als $180 kosten, eher eigentlich $100. Ich habe jetzt 240 dafür bezahlt. Nächstes Mal weiß ich es besser. Folgend befinde ich mich jetzt gerade in Westminster. Und weil hier nämlich ganz, ganz viele Autoverkäufer sind, davon habe ich jetzt gerade 5 abgeklappert. Und ja, jetzt ist 19 Uhr, jetzt machen die auch langsam zu. Und bin leider nicht sonderlich fündig geworden. Ich habe den hier gefunden. Der wurde mir angeboten jetzt für 6.000 Bucks. Aber nach der Rundfahrt hat er festgestellt, dass es unter dem Wagen Öl tropft. Also die wollen das auf jeden Fall nochmal prüfen. Zusätzlich habe ich auch Öl an der, am Getriebe festgestellt. Auch das wollen sie sich nochmal angucken. Da bin ich natürlich ein bisschen vorsichtig. Ne? Wenn jetzt die das da selber reparieren in ihrer eigenen Werkstatt, machen die das wahrscheinlich so günstig wie möglich. Also ich glaube, das wird nichts mit dem Wagen. Auch wenn er ansonsten halbwegs geeignet wäre, aber auch wenn er nicht das perfekte Auto ist. Auch ganz interessant, sobald man sich bei einem etwas zwielichtigeren Autohändler befindet, alle Autos sind von alten Senioren gefahren worden, die jetzt nicht mehr fahren dürfen. Ja. Der zweite Tag der Autosuche ist bereits gut angebrochen, nachdem ich gestern Abend ja quasi New Westminster schon komplett abgegrast habe, habe ich mir jetzt gerade hier in Surrey die ganzen Autodealer vorgenommen. Ganz interessant, wir haben einmal eine Option genannt bekommen, einen Ford Ecoline E350 zu kaufen mit einem Rückverkaufvertrag. Die wollen dann pro Monat, den man ihn nutzt, 150 Dollar weniger dann für das Auto haben, als das, was ich halt beim Kauf dafür bezahle. Ja, des Weiteren direkt hier bei Brown Bros. Wir haben jetzt gerade da kann man ihn gerade so ein bisschen durchgucken sehen. Der da. Ich kann noch mal ein paar Bilder jetzt hier zeigen. Das ist auch ein Ford Ecoline E350 mit einer leichteren Motorisierung. Dafür aber ein Hochdach. Nur 270.000 gelaufen von 2004. Ist aber allerdings leider überhaupt nicht als Camper ausgestattet. Das heißt, da müsste ich selber noch aktiv werden. Und das nicht zu wenig bei der Länge. Wollen die tatsächlich nur $9.900 für haben, unverhandelt. Ich gehe mal davon aus, dass man da nochmal auf 9.500 oder sowas runterkommt. Zwischenzeitlich hat sich aber auch jetzt auch noch der Besitzer des ersten Autos gemeldet. Wir haben uns jetzt ein bisschen was hin und her geschrieben, ein bisschen verhandelt. Er wollte ja ursprünglich 13.500 kanadische Dollar dafür haben. Jetzt habe ich ihn bei 10.000. Allerdings verbleibt das Auto dann in dem Zustand, in dem es jetzt gerade ist. Das heißt, diese drei größeren Baustellen wären dann bei mir. Wobei man natürlich wirklich überlegen muss, was davon wirklich getan werden muss bei einem so alten Auto. Die Entscheidung fällt mir jetzt gerade wirklich sehr, sehr schwer. Habe ich jetzt lieber den etwas neueren, weniger gelaufeneren und günstigeren E350 nehme oder jetzt halt eben diesen gut ausgebauten, gut ausgestatteten und mit sehr vielen Neuteilen ausgestatteten älteren E350, der aber 420.000 Kilometer gelaufen ist. Was soll ich sagen? Ich hab's getan. Mein neues Auto, mein Auto, das mich die nächsten 6 Monate begleiten wird, ein Ford E350. Es ist ja tatsächlich jetzt der erste geworden, den ich besichtigt habe, obwohl ich ja den anderen noch gesehen habe heute. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal, oder? Also einmal natürlich fahrerseitig, nichts sehr Besonderes. Irgend so ein komisches Gerät, mit dem man hinten den Anhänger steuern kann. Ich kann es nicht genau sagen. Also ich meine, ich werde es auch nicht großartig einsetzen. Dann einmal eine Motorsteuerung, die nachgerüstet wurde vom vorherigen Besitzer. Genauso auch ein neues Radio, mit dem man halt sein Handy auch koppeln kann mit Android Auto. Irgendwas Modernes braucht das Auto ja auch. Danach hinten durch die Schlafgelegenheit. Ja. Altes Auto, irgendwo ist da ein kleiner Wackelkontakt drin, das klimpert manchmal ein bisschen zu lange und ich krieg's auch nicht immer aus. Dann gehen wir einmal außen rum. Also es ist, man muss echt sagen, also selbst die Pickups, die hier rumfahren, sehen neben dem Auto echt klein aus. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt der perfekte Kauf war. Ich meine, für die Stadt geeignet ist das Ding wirklich gar nicht. Ich fahre hier gerade einige, ich bin jetzt schon ein bisschen durch Vancouver durchgefahren, ich war schon bei Walmart in der Tiefgarage mit dem Teil. Ganz kleines bisschen Rost ist hier.
Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Das ist nicht sonderlich schlimm. Das geht nicht sonderlich tief. Und es ist rein kosmetisch. Ich muss mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was dran tue. Gut, gehen wir mal hier an die Seite. Ja, von innen komplett isoliert. Kleines Spülbecken mit... Ja, relativ simpel gestaltet das Ganze. Da unten sind einfach so ein Frischwasserkanister und ein Abwasserkanister. Ansonsten hier auf der linken Seite eben das immer ausgefahrene Bett. Da kann man auch quasi gar nichts dran machen. Unten drunter ordentlich Platz. Er hat mir einige Sachen dagelassen, einiges an Arbeitsmaterial und so weiter und so fort. Ein paar Campingstühle. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Campingtisch. Ja, so sieht das Ganze von hinten aus. Er hat mir auch einen zweiherdigen Campingkocher hier gelassen. Ich habe mir gerade schon die passenden Gasflaschen dafür besorgt. Ja, auch hier einiges an Campingmaterial, Töpfen und so weiter und so fort, da ich mir jetzt alles nicht kaufen muss. Und ja, das, was das Auto quasi jetzt so noch besonders macht, ist natürlich die Standbatterie. Einmal hier ein 500 Watt Power-Konverter. Ansonsten sind hier drunter ja einiges an Kram verbaut. Einmal eine Endstufe. Das Ding hat einen ordentlichen Subwoofer verbaut. Eine Luftpumpe. Falls man Reifen platt ist, kann man sich selber wieder aufpumpen. Ich weiß auch noch nicht, ob das so sinnvoll ist, aber gut, es ist da. Ja, dann hier eine Standbatterie. Steuert wird das Ganze hier eben über dieses System. Da hinten eine kleine Wattanzeige. Ansonsten kann man jetzt hier eigentlich alles ein- und ausschalten. Da hinten ist auch der Subwoofer zu sehen. Also der da, der aktuell noch nicht funktioniert. Da werde ich mich noch mit auseinandersetzen. Ja, und ansonsten kann man jetzt hier seinen Campingkoffer drauf aufstellen. Dann kann da gekocht werden. Wieder im Auto. Ich überlege, ob ich mir diese zwei Reparaturen mache, die dann von der Inspektion festgelegt wurden. Das war einmal, dass ein Lager von einem Reifen nicht ganz in Ordnung ist und dass an einer Aufhängung auch die... Ich habe keine Ahnung am Ende. Irgendwas ist da auch kaputt. Und dann halt eben der Ölaustritt, der da festgestellt wurde. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich Öl kriege, so oder so, weil es ist auf dem niedrigsten Stand, es ist sogar ein bisschen drunter. Und deswegen fahren wir jetzt zu Canadian Tires. Ja, und jetzt einmal den Motor starten. So, ist ein Diesel. Muss man ein bisschen vorheizen. Der klingt schon geil. Das Auto haben wir jetzt also schon mal. Unser Trip kann also endlich starten. Und die erste Fahrt und der erste Trip, den gibt's im nächsten Video. Bis dann.